My name is Marie-Christine Knob and I'm the host for tonight, but of course I won't be alone on this stage here. With me tonight is an amazing voice and an even more impressive actor, and he's going to read a few pages of the book in German. Now you can clap even more for Aram Tavresian. And you've probably heard, due to the crazy times we live in, he can't be here in person, the person why we're actually here tonight. We wouldn't be here without him, the ultimate wunderkind of the Norwegian art scene, the misanthropist, rebel, dandy, and accelerationist, whatever that means. Please give a warm round of applause for Matthias Faltbakken. And there he is. He's gone. He hopefully will be back shortly. Otherwise, you can stare. There he is again. We hope this was the one and only time. So everyone now can see you. In case you have never heard of him, which is to say it with Pretty Woman, big mistake, huge, I will introduce him to you shortly. So in the last decades, Matthias Faltbakken has somehow managed to be unthinkably productive as both an artist and as a novelist. He studied at the National Academy of Fine Arts in Bergen and the Städelschule in Frankfurt am Main. He already has under his belt a collection of short stories, the so-called snort stories, a trilogy of biting novels, The Scandinavian Misanthropy, and a produced play, it's called Cold Product, followed by another novel, The Hills, in 2018. He was awarded the Bjørnson Stipendet, the ITV Book Award, and the Norwegian Critics Prize for Norwegian Literature. You should try and say Norwegian lots of times, it's really difficult. He lives and works in Oslo now, and now he's joining us here in Berlin. I am very glad that you're here. I can see him here as well on a very tiny screen, in case you're wondering where I'm looking to. So, Matthias, I thought about introducing you with a summary by the Freeze magazine saying, all of his works established Faltbakken's reputation as a scandalous bad boy author in Scandinavia. Is that something that you like to hear? I don't know. It sounds like an older description from like 15 years ago, but sure. Is it still true though? Scandalous? No, not so much. So I googled bad boy just to be very prepared for this reading, and the top definition by Urban Dictionary is the following. Bad boys are stupid male teenagers that have a tendency of breaking the law and breaking hearts. But according to fiction stories, bad boys have a heart and let a beautiful nerd change their lives for the good. So is that the development you've experienced, or was it something different? It depends who the beautiful nerd is, I guess. Okay. So apart maybe from being or was being a bad boy, you're still considered something of an exception to the supposed artist versus writer rule. So an artist can't be a writer and a writer can't be an artist. Why are you capable of being both? I don't know. I tried. I kind of slipped into it. I've been learning as I've been going. I don't know. Did you ever felt that you have to choose to, I don't know, maybe become better at the one thing? Yeah, of course, it's difficult to be good, like really good at two things at the same time. And I'm not sure if I am that, but I'm trying to run this parallel. And writing wasn't really any plan. It kind of came along without me deciding. So I kind of ended up there without having this as a strategy. What would you say is different in communicating with a viewer of your visual art and a reader reading your books? Well, in one you use your eyes, and the other one you use your eyes as well, right? No. It's like fundamental differences in you know, visual expression and verbal expression.
at the same time, visual arts doesn't really have to be visual as it was back in the day. I mean, it can might as well be language based or whatever. But I'm trying to split it. So I'm very hands on and almost like gestural, and I'm working with materials and stuff like that in my visual arts. And then, yeah, as you know, language is all kind of abstract and just, you know, words. So, yeah. Do you sometimes come across a topic and then you think about it for weeks and months, whether to work with it in a visual or a verbal way? Or is it quite clear from the beginning how to deal with it? No, more and more. I have problems with knowing where I should put it. Before it was kind of easy, I thought, but now I can get an idea and I don't really know whether the spark is more verbal or visual. So it's actually hard to divide if you really think about it. And do you know why that changed? No, just I've been thinking harder about it. Before I didn't think so much. I was acting out more quickly, I guess. Now I'm trying to ponder a little bit about the ideas before I go for it. So the other thing is that you didn't write for quite some time and then picked it up again. What happened? What happened there? Why writing it? I was just making art. I had so many exhibitions and projects and art shows and stuff that I didn't find the concentration to write. The other big title a lot of people are giving or associating with your work is negativity. And you also said that quite a few times in interviews. So if I would imagine a conversation between you and my parents, they'd probably say, why so negative all the time? Why are you so sad? Probably mixing up sadness and negativity. What would you respond to a question like that? Well, exactly that. The sadness and negativity, I mean, that's not the, it's not about being negative or gloomy. It's about thinking or considering negativity as kind of a productive force. And that has been my impulse since this, almost the day I started making art, to kind of search for the power of the antagonist, or I'm trying to answer for myself what is antagonism, both in like a theoretical way or in a fictional way or in a I don't know, visual way, whatever, cultural way. So a lot of my works are just kind of different takes on this question, I would say. What does entertainment mean to you? How would you define it for yourself? I guess it's kind of media based, so film and television and stuff like that. I would consider entertainment, and art, I would consider art, and music, I guess. Okay, that's quite a clear distinction. Once you said that writing especially is a ventilation for your frustration. So how much did you write in this very frustrating year of 2020 so far? Well, I've written quite a bit the last weeks and months. So I'm writing a new book now. This one, which just came out in Germany, is a year old. So I started thinking about some new stuff back here in Norway. I'm not writing like a Corona text or something like that. That's what you thought. No, that's not what I thought. But just for the general optimism, maybe, what would you say is the best thing about Corona? With optimism. What's the best thing? What's the best thing about Corona in general? The question is already difficult, I see. Yeah, this is difficult. The best thing when it really hit Norway, and this is of course coming from
a lucky position when it really hit. I had great studio time in the studio, because there was no hassle, no emails, no all of this stuff that eats your time, and it was just figuring out artworks and getting that new book and stuff like that. So it was a good, for me personally, a good situation for concentrating. Okay, productivity, that's good to hear. So we got to know you a bit better, and now we definitely want to meet your new book. And you almost cannot see, but I brought many, many pages here, and that is because the book is super new. You can buy it here, but it's still super new in Germany. And when did you know with this book that this is something you want to write about? When did you came across the, without saying maybe what the topic is, but just when did the process start? It started 1.5 years before it came out. I got the idea, and within the next 5-10 minutes, I knew that this was a book. It's usually like that with me. I have a lot of ideas, but not all of them are suitable for you know, just dragging out into a book form. But once I get an idea like this, I know it straight away. So I just started writing straight away. How long did you write it? Like a year, plus minus. Okay. And the German title is Wir sind fünf. I think it's a Norwegian title as well. So we are five. It sounds a little bit like an announcement of someone's birth in a newspaper. How long did you think about the title? I had many titles. So I was back and forth between 20 other titles, I guess. But I landed on this one, and it's of course referencing the family in the book, but it also has a reference to a Wordsworth poem called We Are Seven. So. Ah, okay. So before we really dive further into the book, and just to get an idea, because you also mentioned that you developed maybe from an older version of being an author to a newer one. So I read quite a few critiques, and they all tried to put the book into a genre and give it a certain atmosphere and style. And to do a shortcut, I will give you the names of it, and you can rate it on a scale from 1 to 10, how much that corresponds to the book in your opinion, so we get to know the truth. And that's, I think, it's good to have an idea. So 10 would be corresponding a lot, and 1 would be, no, that has nothing to do with it. So 1 said it's a weird fairy tale. A weird fairy, as in opposition to a normal fairy tale? Maybe, he didn't say. I was actually thinking a lot about fairy tales when I wrote this, and part of the style or the tone comes from like old Norwegian fairy tales, in a way. So that's like a 7 or an 8 or something. 7. Okay, that's quite good. Science fiction. Yeah, also it's also science fiction. Yeah, it's like a rural science fiction. So. Okay. So what number? We need numbers in Corona times. We need numbers in German. Yeah, 7. That's 7 as well. Okay, horror. Horror, it's another 7. Love story? Not really. Yeah, it's a love story, but then, you know, the love fades in and out, so it's 6. So what number? 6. 6. It sticks. Yeah, that was my mind. Dystopia? No, dystopia? No, I wouldn't say that. So 2. Okay. Darkness. Darkness? Yeah, like in general, the mood of the book. No, not darkness. No, 2. Nihilism? No, nothing. Sarcasm? No, I don't think it's sarcastic either. No. Okay. Violence.
Is it violent? No, it's not really violent. Yeah, that's like at 4 or something, maybe. And we're coming close to the end. Family Saga. 10. 10. There we are. Perfect. The third part of Goethe's Faust. Just to put the higher stakes in here. That order is too tall. And the last, maybe also regarding the style, politically correct. If it's politically correct? Yeah. Nah, I don't know. Okay. It doesn't really have to do with those parameters, does it? Yeah, that's what I thought. It's good to hear you say that. A lot of people reading your books were asking themselves if you have grown up. Would you agree? As opposed to the earlier books? Yeah. Well, when I wrote Coca-Cola, I was 24. Now I'm 47, almost. So I guess I'm grown a little bit. Okay. So we're actually now meeting the people of your book and here the first pages. And we're going to meet the protagonist of the novel. His name is Tormod. And I think because you don't need to explain much because we get to know him and you're going to read now to us. And the floor is yours. Die Geschichte beginnt damit, dass Tormod einen Platz an der Fachhochschule bekam, 40 Minuten von Raset entfernt. Genauer gesagt, an einer technischen Hochschule mit Schwerpunkt Elektronik. Er war ein hervorragender Student, beharrlich und gewissenhaft, fleißig, akkurat. Aber in seinen Seminaren gab es auch einen Kommilitonen namens Espen, einen schrägen Vogel, der nie den Schnabel halten konnte. Seine krächzende Stimme schien tief aus der Kehle zu kommen. Sein ganzer Name lautete Espen Heggelund. Was eigentlich recht charmant klang, bedeutete er doch Vogelkirschenhain. Aber der junge Mann kannte kein Benehmen. Er trank häufig und animierte Tormod zu dem ein oder anderen Saufgelage. Bald stellte Tormod fest, dass er eine Neigung zum Trinken hatte, genau wie sein Vater Oskar, der ein einfacher Zimmermann war und ebenfalls in Raset lebte. Der Alkohol entzündete eine Flamme in Tormod, einen Funken, etwas, das er noch nie erlebt hatte. Schnell zeigte sich, dass er mit Promille im Blut nichts im Griff hatte. Schlimmer noch, er war kaum wiederzuerkennen, wenn er trank. Tormod legte seine Scheu ab, wurde gesprächig und lustig. Eins führte zum anderen, er fing an, Dummheiten zu machen. Eines Tages zerschnitt er seine Schultasche mit einem Faltmesser, das Rüyar aus dem Schweißerkurs gemacht hatte. Grinsend sagte er zu Espen, dass er die Tasche nicht brauche. Er sei ja fertig mit der Schule. Als er wieder nüchtern war, kaufte er von seinem eigenen Geld eine neue, ohne seinen Eltern davon zu erzählen. Der nüchterne Tormod verstand den Tormod nicht, der die Tasche zerschnitten hatte. Was für ein Kerl war das? Er riss sich zusammen. Aber nach einer Woche, in der er sich so verhielt, wie es von ihm erwartet wurde, ging er wieder zu Espen und ließ die Sau raus. Ein paar Schluck Bier und ihm wurde warm hinter den Augen. Seine Wangen bekamen Farbe, seine Mundwinkel wanderten nach oben. Ein Schluck Schnaps und seine Gedanken klarten auf. Seine fleißige Seite, der Teil von ihm, der mehr lernte, als der Lehrplan es verlangte oder noch stundenlang in der Schreinerei arbeitete, nachdem sein Vater Feierabend gemacht hatte, verschwand zunehmend. Er fing an, dröhnend zu lachen. Und sein eigentlich freundliches Lächeln verwandelte sich in ein höhnisches Grinsen. Nun war es aber so, dass der betrunkene Tormod, der tollkühne Tormod mit dem Faltmesser und dem Feuerzeug, der Spickeruds Moped klaute, alles mit Filzmarkern bekritzelte und auf Flachstads zum Trocknen aufgehängte Wäsche pinkelte, den nüchternen, biederen Tormod ebenso wenig verstand. Der betrunkene Tormod machte sich über den zuverlässigen Tormod lustig, der gewissenhaft zur Schule ging und sich beim Training verausgabte. Der Tormod, der seinem Vater tatkräftig bei der Arbeit half, kam dem Tormod, der mit Espen becherte, lachhaft vor. Ja, geradezu jämmerlich. Und je mehr er trank, desto mehr hasste er den wohlerzogenen Tormod. Die betrunkene und die nüchterne Version von Tormod wurden für die jeweils andere zu einem Ungeheuer. Während all dieser Zeit
war Tormod mit Sif Danielsen zusammen. Sie war hübsch, nach den hiesigen Verhältnissen. Kein anderes Mädchen hatte so schönes Haar. In der Mittelstufe hatte er im Klassenzimmer direkt hinter ihr gesessen und sie angestarrt, wenn sie sich streckte und ihre goldene Mähne schüttelte. Sif war in der Lage, jeden Lehrer in Grund und Boden zu reden. Nicht mit Fakten, sondern mit gesundem Menschenverstand und Vernunft. Aber Espen meinte trotzdem, dass sie eigentlich keine besonderen Qualitäten besitze. Espen urteilte gnadenlos über Sif. Und wenn Tormund blau war, stimmte er ihm zu. »Was ist mit ihren Beinen?«, fragte Espen ab und zu, worauf Tormund bloß den Kopf schüttelte und lachte. Denn Sif hatte tatsächlich X-Beine und lief über den großen Onkel. »Stupsnase«, wurde sie von manchen genannt. »Sie hat viel Zahnfleisch«, sagten andere. Was sogar stimmte. Wenn Sif lächelte, was selten genug vorkam, entblößte sie in gleichem Maß Zahnfleisch und Zähne. Aber all das war natürlich gemein. Denn Sif hatte ja nichts Falsches getan und sobald Tormod seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er von Gewissensbissen geplagt. Sif war doch so nett. Ihr Haar war ein Traum. Wie konnte aus einem Körper nur etwas so Wunderschönes gewachsen sein? Tormod bestrafte sich für seine Exzesse, indem er unter der Woche besonders hart arbeitete. Um Buße zu tun, nahm er eine Aufgabe nach der anderen auf sich. Aber das Wochenende lockte immer wieder und Espen war zur Stelle, lud ihn ein, schenkte ihm das Glas voll, stieß an. Es folgte eine maßlose Saufrunde nach der anderen, bei denen sie Heavy Metal auf Kassette hörten, Slayer, Manowar und Saxon, manchmal Misfits oder sogar Husker Du. In Raset sah man es mit den Kategorien nicht so eng wie die Snobs in der Hauptstadt. So ging das ein halbes Jahr lang, dann noch eines. Nach einem Jahr der versoffenen Wochenenden fingen Tormod und Espen an, auch unter der Woche zu trinken. Verkatert in die Schule zu gehen, kriegt man hin, wenn man jung ist, die Leber noch gesund und das Weiß der Augen noch weiß. Aber die Saufgelage wurden immer häufiger. Und bald waren sie nahezu konstant betrunken. Im zweiten Jahr an der Fachhochschule tauchte Tormod und Espen fast nur noch in diesem Zustand auf. Anfangs hatte Tormod noch im Unterricht geglänzt, doch jetzt ließ er stark nach. Er nahm die Lehrer nicht mehr ernst, vor allem den kleinen, gewachsenen, leicht autoritären Jörstad, der Informatik unterrichtete. Er vergaß seine Bücher, nickte ein und reagierte frech, wenn er ermahnt wurde. Er brach völlig unangebracht in Gelächter aus und sorgte stets für eine unangenehme Atmosphäre. Um seinen Tisch herum roch es nach Schnaps und Übermut. In einer Nacht im Frühjahr, es war ein Mittwoch, soffen Tormod und Espen und ein paar andere bis 5 Uhr morgens. Sie motzten und meckerten über die Schule, die um 7:45 begann. Bobla, ein Junge aus dem Nachbardorf, der die Schule geschmissen hatte, um sich ganz aufs Bier trinken und Motorrad fahren. Er hatte eine schicke Honda CB 125 konzentrieren zu können, schlug ihnen vor, den Inhalt eines kleinen Tütchens zu testen, das er dabei hatte. Es handelte sich um Amphetamine. »Zieht euch das Zeug durch die Nase«, sagte Bobla. Gesagt, getan. Tormod wurde erst ein wenig übel, sein Magen verkrampfte sich, doch dann durchzuckte ihn ein Blitz und alles schien sich zu öffnen. Etwas derartiges hatte der Junge aus Raset noch nie gefühlt. Eine Kraft schien ihn gleichzeitig nach innen und nach außen zu pressen. Diese fantastische Substanz gab ihm das Gefühl, endlich irgendwo angekommen zu sein. Hier gehörte er her. Er hatte nach Hause gefunden, wie man so sagt. Es wurde mehr Pulver geschnupft, inhaliert. Tormod war wie elektrisiert. Völlig aufgekratzt rannte er in die Schule. Das Päckchen mit dem Pulver sorgte dafür, dass der furchtlose, maßlose Tormod, den man auf vielen Partys erlebt hatte, mit dem zurückhaltenden, hart arbeitenden Tormod aus der Schule und der Tischlerei verschmolz. Aus den beiden Männern wurde einer. Tormod spürte einen massiven Energieschub. Alles erschien plötzlich kristallklar. Er ging zur Tafel, griff nach der Kreide und korrigierte mir nichts, dir nichts die Berechnung des Lehrers. Jörstad hatte gegen ihn keine Chance. Im Informatikunterricht programmierte Tormod einen einfachen Roboterarm und in einer Doppelstunde gelang es ihm, einen Fehler in der Software zu beheben, die die kinematischen Ketten steuerte. Jörstad war so beeindruckt, dass er mehrere Kollegen dazu holte. »Schaut euch Tormod an«, sagte er. Keiner hatte dem Schüler mit dem Softwarefehler helfen können und jetzt standen sie daneben und sahen ihm zu, wie er die Probleme selbst löste. Das von Tormod entworfene Programm steuerte den mechanischen Arm reibungslos. Tormod wirkte ganz ruhig, erledigte seine Aufgaben aber mit Feuereifer. Woche für Woche
baten Espen und Tormod ihren Kumpel Bobbler, ihnen mehr Pulver zu besorgen. Sprintspikes, wie sie dazu sagten. Speed, Paste, Pep-Pillen oder schlicht Pep. Sie schnupften es täglich. Nur ab und an legten sie eine Pause ein, um mal auszuschlafen. Espen kam immer seltener zur Schule, aber Tormod wollte unbedingt zum Unterricht, wenn er high war. Seine Fähigkeiten schienen tausendfach geschärft. So gut war er noch nie gewesen. Es war, als gäbe es keine Grenzen für den Jungen. Bald schon reichte der Lehrplan nicht mehr aus und Jörstad, der zwar alt und schwach, aber kein Dummkopf war, griff zum Hörer und rief einen Kollegen an, der als Professor an der Universität in der Hauptstadt arbeitete. Er bat ihn um zusätzliche Aufgaben für seinen Studenten. Er brauchte weiteren Stoff für den Unterricht, meinte er. Tormod glänzte sowohl in praktischer wie in theoretischer Elektronik. Er verfügte über phänomenale Programmierkenntnisse und ein tiefes Verständnis für die Mechanismen der Energieerzeugung und Versorgung und war außergewöhnlich kreativ, wenn es darum ging, Informatik, Elektronik und Kinetik zu kombinieren. Er war schlicht und einfach ein großes Talent. Vielen lieben Dank. Thank you. So, we have met two of the most important people of the novel, Sif and Tormod. Would you be friends with them in real life? Maybe growing up. So, this would be my next question. What is the world they live in, the greater cosmos you're describing there? It's actually, I'm coming from a place similar to what I'm describing in this book. So this is the first time, or my only attempt at describing kind of the environment I grew up in myself. In Norwegian, we have a word called bygd, which is not really a town and it's not really the countryside, but it's something in between. It's like a small gathering of houses and it doesn't really have the qualities of a town, but it's a little bit more dense than just like farmlands and stuff like that. So it would be like a portrait of a bygd like this in the eastern part of Norway, where the big farming areas are. Could you imagine living there again? Yeah, I have been thinking about it. A few years ago, I was looking at houses and stuff in the area. So maybe not all the time, but maybe have like a possibility to go back and forth. So I would say the two big challenges also Tormod is facing in the novel, one is the drug and the seduction and alcohol, and the other one is maybe also the technical digital world. You're describing him as a total analog, non-digital person. What do you mean by that? I guess it's an attempt to describe a generational shift. From him to his children also. Mm-hmm. What? The shift from him to his children already, or to the next generation. Okay. So I would say now we're going to meet the whole family and read the next chapter. Aram, it's you again. Alles in allem war das Ganze ein voller Erfolg. Über die zottelige Snusken fanden die Kinder zueinander und sie wurden bald zu einem Dreiergespann, einem Trio. Snusken hatte einen dunklen Streifen, der von einem Auge aus abwärts verlief und sie wie einen Papageientaucher aussehen ließ. Durch die täglichen Spaziergänge im rauen Gelände wurde Sifs Rumpfmuskulatur gekräftigt und die Folgen ihrer Gebärmuttersenkung verschwanden nach und nach. Sie verlor einige Pfunde und hatte viel mehr Energie als zuvor. Sie fing an, im Salon Überstunden zu machen und hatte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder selbstverdientes Geld zum Ausgeben. An den Wochenenden lud sie die begeisterten Kinder in die Pizzeria im Nachbardorf ein. Eine Unternehmung, bei der Mutter und Kinder ganz unter sich waren. Ihr Cousin arbeitete dort und der Laden hatte nicht viel mit Italien zu tun, aber die Pizzas schmeckten. Sif bestellte sie immer mit Käserand. Helene war nicht so scharf drauf, Alf hingegen mochte auch Käse. Käserand! Sie hatten einen Heidenspaß. Sie plapperten und tuschelten und Sif entlockte den Kindern allerlei. Alf hatte ins Bett gepullert. Sif tröstete ihn. Auch Tormod sei als Kind ein Bettnässer gewesen, verriet sie sehr zu Alfs Erstaunen. Helene gestand, im Laden Kaugummi geklaut zu haben. Sif machte keine große Sache draus. Sie war stets großzügig, wenn die Kinder dachten, sie würden richtig Ärger bekommen.
Helene und Alf trauten sich, ihr peinliche Dinge zu erzählen, Missgeschicke und Geheimnisse. Darin lag Sifs Stärke. Tormod war hin und weg. Er hatte noch nie einen Hund gehabt, obwohl er sich als Kind immer einen gewünscht hatte. Er empfand eine tiefe Bindung an das Tier und die Hündin erwiderte dieses Gefühl. Sie bewunderten einander, so viel war klar. Tormod zimmerte einen ausgefeilten und geräumigen Zwinger direkt neben der Hauswand, im Prinzip eine Art Anbau zum Haupthaus. Er schnitt die gleichen Kiefernbretter zurecht, die er auch für sein Heim benutzt hatte, und legte für Snusken einen glatten Boden aus. Das Ganze ähnelte mehr einem Bett als einem Zwinger. Es gab ein kleines Fenster und einen Flickenteppich, auf dem sie herumkauen konnte. An der Vorderseite brachte er einen herrschaftlichen kleinen Ausgang zum Garten an. In die Rückwand sägte er ein Loch, eine Hundeluke, die ins Wohnzimmer der Familie führte, sodass Snusken immer hereintapsen konnte, wenn ihr der Sinn danach stand. Zumindest solange sie noch ein Welpe war. Alf und Helene waren klein genug, um durch das Loch oder die Tür in Snuskens Haus krabbeln zu können. In gewisser Weise baute Tormod eine Mischung aus Hundehütte und zusätzlichem Kinderzimmer. Die Begeisterung ebbte nicht ab. Die Kinder waren wie besessen von Snusken und kümmerten sich hingebungsvoll um sie. Füttern, bürsten, waschen und Gassi gehen, abgesehen von Sifs Trimmdichtouren durchs Gelände, all das wurde von den beiden erledigt. Trotz des Altersunterschieds stand die kleine Helene Alf in nichts nach, wenn es darum ging, Verantwortung für den Hund zu übernehmen. Vorher hatten sie sich oft gezankt, geschubst und geärgert, doch nun arbeiteten sie eindrucksvoll zusammen. Tormod beobachtete dies mit großer Erleichterung. Die Kinder liebten es, die starre, eingerollte Rute der Hündin gerade zu ziehen und zuzusehen, wie sie sich wieder einrollte, und Snusken ließ sie gewähren. Ein halbes Jahr verging, dann noch eins. Jetzt waren sie zu fünft in der Familie. An den Wochenenden fanden Unternehmungen statt, an denen die ganze Familie teilhaben konnte. Schwimmen in den Sommermonaten oder Schneewanderung im Winter. Wenn die Temperaturen im Dorf auf minus 15 Grad fielen, wickelten die Kinder Snusken einen kleinen Schal um den Hals. Im Mai nahmen sie an einem Dogcart-Rennen teil. Snusken trug ein Geschirr und zog Alfs und Helenes Wagen. Im selben Sommer gingen sie in der Bucht fischen und Alf, Tormod, fing Rotaugen, die Snusken totbeißen und auf denen sie herumkauen konnte. Die Kinder schauten ihr zu, wie sie die Fische verschlangen und waren hingerissen von der Vorstellung, dass Snusken ganz tief drinnen ein Raubtier war. Tormod erzählte ihnen die Halbwahrheit, dass Elchhunde die Nachfahren des ursprünglichen norwegischen Torfmooshundes seien und dass alle Hunde vom Wolf abstammten. In den Köpfen der Kinder gab es keinen Zweifel. Snusken war ein Wolf. Die Kleinkindphase war anstrengend gewesen für Sif. So gesehen war es gut, dass die Kinder größer und selbstständiger wurden. Allen war bewusst, dass Snuskens Ankunft in der Familie eine Art Wendepunkt gebildet hatte. Doch nach wenigen Jahren war Snusken ausgewachsen und weniger knuddelig. Sif begann sich an der Hündin zu stören. Es missfiel ihr, dass sie ins Haus durfte. Mit dem Gebell und Gehechel konnte sie nichts anfangen und Hunde tragen ja auch einen gewissen Geruch an sich. Also überredete sie Tormod, die Luke zwischen der Hundehütte und dem Wohnzimmer mit einem stabilen Brett zu schließen. Die Kinder protestierten mit lautem Geschrei, aber Sif sei nicht umzustimmen, erklärte ihnen Tormod. Er verwies auf ihre Abmachung. Sie hatten sich den Hund unter der Bedingung angeschafft, dass er draußen gehalten werden konnte und genau dort würde er bleiben. Daraufhin schmuggelten die Kinder Snusken ab und zu in ihre Zimmer hoch, während Sif und Tormod dachten, die Hündin schliefe in ihrer Hütte. Natürlich vermissten die Kinder Snusken, unsere Schwester, in ihren Betten, wo sie oft übernachtet hatte, als sie klein war. Eines Nachts hörten sie draußen Geräusche. Es klang wie das Heulen eines Babys. Wahrscheinlich ein Fuchs, meinte Tormod im Nachhinein. Füchse klingen wie jammernde kleine Kinder, wenn sie schreien. Ein erbärmliches Heulen. In dieser Nacht lag Snusken unter einer Decke im Kinderzimmer, als die Laute von draußen sie aufschreckten. Sie fing an, wie wild zu bellen und weckte das ganze Haus. Tormod packte die jaulende Hündin am Genick und schleifte sie die Treppe hinab, aber zu spät. Trotz ihrer Ohrstöpsel und der dicken Schlafmaske war Sif aus dem Schlummer gerissen worden. In Anbetracht ihrer Schlafprobleme war das eine Katastrophe. Wenn sie einmal aufwachte, konnte sie keinen Schlaf mehr finden. Jetzt würden andere Seiten aufgezogen, kündigte Sif an. Und nach diesem Vorfall wurde das Kinderzimmer allabendlich inspiziert und Snusken dauerhaft in die Hundehütte auf der anderen Seite der mit dem Brett verschlagenen Luke verbannt. An einem Frühlingstag,
Als Helene 7 und Alf 12 Jahre alt war, Snusken war zu diesem Zeitpunkt seit 4 Jahren bei ihnen, geschah etwas Schreckliches. Die Kinder radelten wie gewohnt von der Schule nach Hause und hatten vor, mit der Hündin Gassi zu gehen und sie eine Weile ohne Leine laufen zu lassen, aber Snusken war nirgendwo zu finden. Zu ihrer Bestürzung sahen sie, dass die Leine im Flur hing. Snusken lief also frei herum. Wo konnte sie sein? Die Kinder suchten überall, drinnen und draußen, im Esszimmer und hinter der Garage. Sie rannten zu den Nachbarn und fragten, ob sie die Hündin gesehen hätten, aber niemand wusste etwas. Sie riefen zuerst Sif an, aber die war wie immer mit den Haaren ihrer Kunden beschäftigt und ging nicht dran. Tormod dagegen hob ab und Alf und Helene schluchzten in den Hörer, dass Snusken nicht mehr da sei, die Leine hänge im Flur, das Haus sei leer. Snusken war weggelaufen. Thank you again very much. So finally, the family is 5. There are 5 members. Why is that something so important to all of them? I think it's mostly important to Tormod. He has an idea of 3 kids and the number 5 has some kind of unity. And Siv, his wife, stops him at 2 kids, and he doesn't really want to accept that. So the dog is kind of the first solution to that problem. And what does the dog mean to the children? Why are they? What do they find in her? A dog? They find like a sibling, and symbolically, I mean, the doghouse is kind of built onto the house as some kind of the annex or something. So the dog is like more or less a full family member. What would you say? What would a family therapist think? Is it a good idea for this family to have a dog, or are they projecting too much in it? This I don't know, but isn't that like a normal thing to say, that you'll never be able to fix your family with a dog? I never heard of it. I always hear it with a child, but maybe it is. Does the name Snusken mean something? Yeah, Snusken. Snusk in Norwegian means like filth or dirt, so it's like a name version of that. So it's like filthy or dirty. And who gave the dog the name? In the book. Did someone from the family chose it? I don't remember. I think it's the kids. Okay. Why would they call the dog like this, like filth or dirt? I had a friend who had a dog named Snusken. Investigative journalism. Okay, so now we're going to read the third and last part of the second time the family is becoming or consisting of 5 members. Der Frühsommer rückte immer näher, eine Zeit, die man in Norwegen gern im Freien verbringt. Und Tormod nutzte die hellen Nachmittage, um einige Heimwerkerarbeiten zu erledigen und dies und das im Haus zu reparieren. Wenn er in der Werkstatt Materialien herstellte, etwas zusammenfügte oder schweißte, holte er den Ton zu Hilfe. Anfangs gab er ihm statische Aufgaben wie Halten, Spannen oder Greifen. Und das klappte perfekt. Der Ton war fest und stabil. Tormod brauchte keine Böcke mehr, wenn er sägte. Der Teig hielt die Bretter und Balken im eisernen Griff. Tormod verzichtete auch auf einen Schraubstock, weil der Teig alles festklemmen konnte. Er konnte den Ton sogar in 2 oder 4 Stücke teilen, wenn er mehrere Druckpunkte brauchte. Der Ton war sensationell stark und er hatte eine unendliche Ausdauer. Wenn Tormod 2 Holzstücke leimen musste, konnte der Klumpen sie die ganze Nacht über zusammenpressen. Sobald Tormod am nächsten Morgen in die Werkstatt kam, musste er den Ton nur anstupsen und der ließ das Holz sofort los, ohne Gegenwehr. Nach und nach übertrug Tormod dem Ton auch dynamischere Aufgaben. Er ließ ihn sägen und schneiden, wenn etwas geschnitten werden musste, Schrauben auch. Der Klumpen beherrschte das aus dem FF.
Mit einem altmodischen Handschraubendreher war er stärker und effektiver als Tormods Akkuschrauber. Außerdem bohrte er mir nichts, dir nichts, nicht nur durch Holz, sondern auch durch Beton und Stahl. Tormod fertigte ein stilisiertes Bild für ein neues Gitter über dem Abfluss in der Werkstatt an. Der Ton schnitt und bohrte alle kleinen Löcher in den Stahl. Eine Aufgabe, die normalerweise umständlich und zeitaufwendig war. Gewissermaßen näherten sie sich behutsam dem Ausgang der Werkstatt. Tormod war seit einiger Zeit der Tatsache bewusst, dass es irgendwann soweit sein würde, aber er hielt sich strikt an die neue Taktik, Sif mehr oder minder zu ignorieren. Er überstürzte nichts. Er wollte keine Aufregung verursachen, übte zugleich aber trotzdem einen stillen Druck auf seine Frau aus. Eines Nachmittags, als sie länger arbeitete, trug Tormod den Tonklumpen in die Küche und sagte den Kindern, sie würden zusammen kochen und der Ton würde ihnen helfen. Sie entschieden sich für Tacos, da es dafür viel zu schnippeln gab. Gemüse und Koriander hacken, Salsa rühren, Pinienkerne für die Guacamole zerdrücken, den Salat ausschütteln und sogar den Käse reiben. All diese Aufgaben übernahm der Ton. Alf und Helene waren überglücklich. Der Ton weint nicht, rief Helene lachend. Sie war sonst immer ganz fasziniert von der Tatsache, dass Zwiebeln die Menschen zum Weinen brachten. Nein, der Ton weinte nicht. Er hatte keine Augen und er hackte eine Menge Zwiebeln. Danach trugen sie den Klumpen zurück in die Werkstatt und begrüßten ihre müde, leicht ausgelaugte Mutter im Wohnzimmer mit einem kompletten Taco-Buffet. Sie liebte Tacos und der Anblick munterte sie auf. Ein Corona segelte ebenfalls herbei. Alf öffnete die Dose für sie, geschickt wie ein Kellner, und füllte ihr Glas. Ihre Mutter nahm ein paar tiefe Schlucke und kam wieder zu Kräften. Zum Nachtisch gäbe es sogar Zimtschnecken, erfuhr sie. Als sie fertig gegessen hatten, konnte sich Helene nicht mehr zurückhalten. Rate mal, wer die Tacos gemacht hat, Mama, platzte es aus ihr heraus. Meine Güte, warst du das etwa? Fragte sie leise. Inzwischen hatte sie zwei Coronas intus. Es war der Ton, rief Alf. Helene war wütend. Ich wollte es ihr sagen, Alf, du bist so gemein. Dann fing sie an zu weinen und Sif musste das Mädchen trösten. Sie bekam keine Gelegenheit, auf die Nachricht zu reagieren, dass der Ton in der Küche gewesen war und die Tacos zubereitet hatte, aber sie hatte definitiv eine Meinung dazu. So verbrachte der Tonklumpen allmählich immer mehr Zeit im Haus, als Helfer in der Küche. Er bekam einen eigenen kleinen Hocker und eine Bank zum Arbeiten. Sif würde nie wieder Gemüse schnippeln müssen. Mit am Tisch sitzen durfte er nicht, das lehnte Sif kategorisch ab und Tormod versuchte erst gar nicht, ihr zu widersprechen. Er trug den Klumpen einfach zurück in sein Bett in der Werkstatt, sobald er fertig gehackt und gerührt hatte. Nach einiger Zeit musste er ihn nicht einmal mehr tragen. Tormod ging einfach voraus und der Ton kam automatisch hinterher. Er war jetzt etwa 50 Zentimeter hoch und folgte Tormod wie ein träger, runder, rötlicher, watschelnder, dreidimensionaler Schatten. Dorfbewohner neigen dazu, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, ohne viel zu diskutieren. Wenn etwas lange genug in den immer gleichen Bahnen läuft, gewöhnen sich Dorfbewohner an alles und Sif machte da keine Ausnahme. Nach einer Weile wurde es zur Norm, dass der Tonklumpen in der Küche war. Er begann sogar ins Wohnzimmer zu gehen, wenn Tormod sich dort aufhielt. Einmal ließ Tormod ihn neben dem Fußschemel liegen, während sie einen Film sahen, als würde der Ton ihn ebenfalls schauen. Und er bemerkte, dass es Sif ganz unbehaglich wurde. Ein anderes Mal, als er sicher war, dass sie hinschaute, schleuderte er einen seiner Pantoffeln quer durch den Raum und ließ ihn vom Ton apportieren, als wäre dieser ein Hund. Kluges Ding, flüsterte er begeistert, als sich der Teig zu ihm zurückschlängelte. Immer öfter zogen sie das Ganze in die Länge und die Kinder verbrachten den Abend damit, mit dem Tonklumpen auf dem Boden des Wohnzimmers herumzualbern. Sie teilten den Ton, stellten die Stücke einander gegenüber auf und sie wurden immer fanater in ihn. Eines Abends hörte Tormod ein Tuscheln aus der Ecke. Als er näher kam, bemerkte er, dass die Kinder dabei waren, aus dem Ton einen Hund zu formen. Er lachte. Er lobte sie. Dann nahm er sein Handy und öffnete einen Bildordner mit dem Namen Snusken. Da, sagte er und zeigte den Kindern das Display. Versucht, sie nachzumachen. Aus den Augenwinkeln warf er Sif einen Blick zu. Sie mochte zwar in ihre Fernsehsendung vertieft sein, aber sie hatte immer noch Ohren.
Alf und Helene waren mittelmäßige Skulpteure und der Klumpen verwandelte sich in eine halb abstrakte, schiefe, picassoeske Hundefigur, die ein paar Meter weit durch den Raum hinkte und dann umkippte. Alf und Helene brüllten vor Lachen, richteten den Ton auf und formten ihm die Beine neu. Er fiel wieder um. Helene sagte mit verstellter Stimme, darf ich jetzt in meine Hütte gehen? Natürlich darfst du das, sagte Tormod, während er zu Sif hinüberlinste. Er holte einen Schraubendreher und fragte den Klumpen, ob er die Schrauben selbst lösen wolle. Der Klumpen packte den Schraubendreher mit dem, was jetzt ein Bein, eine Pfote war, und schraubte Snuskens Klappe auf. Dann glitt er hinein und legte sich hin. Er hat jetzt ein eigenes Haus, riefen die Kinder. Gleich am nächsten Nachmittag brachte Tormod die erdene Matratze aus der Werkstatt in den Zwinger und von jener Nacht an lag der Ton darauf wie in einem Bett und absorbierte die Nährstoffe. Oder wie sie es nannten, lud sich auf. Thank you very much. You can give him an applause again. So now we finally meet maybe also one of the most important, not people, but things, but protagonist in the book, the clay. What's up with the clay, Matthias? What's up with it? Yeah. Well, it comes alive in the book, and that's what's up, I guess. It's dead material coming to life. Have you worked with clay as an artist already? Yes, I have, and my mother is a ceramicist, so I kind of grew up with clay. So the research was kind of easy because you knew all the characteristics and how to write about it? Yeah, I knew a bit about clay, yes. And when did you find it? Probably it's based on a very old golem mythos as well. You create something, you cannot control it really. It somehow has human characteristics, but not to the full extension. And it gets quite dangerous because you cannot control it. What fascinated you to write about it in and put it into a Norwegian city-village in between thing? Yeah. The idea kind of came from, of course, I knew about the golem, but also all this kind of fairy tale myths about someone spawning life out of inert material or dead material. So there's a bunch of myths that has this kind of tale at its core. And sort of the morals of all these myths is, of course, that if you try to play God, then your creation is going to turn against you. That happens in all of them. I had this in the back of my head, but what fascinated me and what made me decide in a second when I thought that I could write about this was to write about it practically, you know, to really try to imagine a guy or a person making a lump of clay be able to move around like a small person, how to describe that. And this idea was a little bit outlandish, so I thought I have to put it in a very down-to-earth context. And actually the milieu or the place I grew up is, at least in Norway, the most down-to-earth place you can imagine. So the kind of spiritual pretensions in a place like that are really low. So I thought it was an ideal place to play out this kind of outlandish idea. But still, spirituality and almost also religion plays a role. So you name the goddess of Ocasio, that you have to grab chances, otherwise she will move on, and you only see the back of her. You mention Loki, and how does spirituality enter the book? Why do you mention it still, even if it's a down-to-earth place? Well, because the Tormod is kind of touching upon the mysteries of life. So there's like a touch of
magic in the tipping point where the clay goes from being dead to coming alive. And it's a little bit unclear what's the exact ingredients in the mixture at the time, but as soon as you kind of describe something like this, you open up also the big questions, right? Did you ever try to sculpt him or draw him, or was he always in your head, the clay? No, it's no part of the fascination of writing about clay in that way is that you don't have to visualize it. You know, that's it would have been weird and stupid if I would try to make a sculpture. Or I think it would also be difficult to make a film out of this, even though it's partly cinematic. This book, to make it too concrete would kind of take the magic away, I guess. Okay, I see. So also is dealing with the questions about identity. So you mentioned Down to Earth, and these people don't ask themselves a lot where they're from. They know where they're from and they don't question it. So it's like this. But also the clay is maybe raising more doubts about identity. And also Tormod says, at the very beginning of the book, he says it to Sif that this is my true self and please remember it. So what would you say are the individual struggles maybe of the protagonist with their identities? And how is the clay maybe giving new impulses to it? Well, Tormund has this thing about addiction. I mean, he unleashes a second version of himself when he drinks and takes drugs. And so the high or the intoxicated Tormund is always at war with the sober and the reasonable Tormund. And this is what I'm trying to describe with him, that each one of these versions is the other's monster. So the sober one is the monster for the drunk one, and vice versa. And when I don't really know what to say about the identities of Steve and the kids, but the identity, if you can call it that, of the lump of clay, is that it fluctuates between being like an object or a pet or a family member, and it's a little bit unclear when it becomes what. Or the same questions maybe about being an object or playing a game or becoming real you're raising with playing computer games. So Alf, the son, is loving playing computer games. He's totally focused and maybe very ambitious only when he plays computer games. Yeah. Why is that quite prominent on a few pages? Also, is it also because of dealing with identity or more the technical challenges and maybe quite a dystopian technical future? No, I mean, it's described as some kind of activity that he masters. If you pull the ideas of the book sort of further out, it touches upon the questions about the AI and stuff like that. You know, when does consciousness arise? You know, and so Alf's gaming and his internet use is kind of being filtered through the clay at a point. So this very, very old traditional earth material, clay, is then kind of paired with high technology. Is there any scientific base for it or just your imagination? Especially the pairing of the clay and then later in the book, the Wi-Fi and the router and stuff. No, there's no... There's no scientific. Okay. Like dynamic clays and stuff like that exists, you know, and magnetic clay and magnetic putty and stuff like that. Ferrofluids, it's like dynamic materials.
you know. But the transition from that and then to living or thinking, that's a transition that can't be kind of crossed. So. You already mentioned that also fairy tales and the old myths and the golem story is part of that too, is always having a certain message, a certain moral. You already said that. And I found that quite interesting because especially in the, I forgot the Norwegian name, the village, I call it the village for now, although it's not completely right. Moral is a special thing. So there is one sentence that, for example, with becoming parents at 22 is the best age, or if a teenager doesn't drink, that means he doesn't get the opportunity to drink. That means he has zero friends and is not happy. So moral is quite a different deduction, quite a different causality. Did you think about also why is it so special how they're treating the clay then and how they're thinking about it, like the whole community there? No, I wouldn't. I'm not sure I understand what you say about morals. I mean, getting kids at a young age, is that something to do with morals? I think it's different. It's just a different moral community, I would say so. And it's just statistically proven that I think in the bigger cities, becoming a family happens a bit later in life than on the countryside. Different culture or different tradition? Yeah, maybe. And drinking, yeah, where I come from, you kind of start drinking at an early age, and it's very baked into the culture to kind of binge drink. So when you were writing the book, were you more optimistic looking towards the future? Because maybe the kids were great and there was still some hope, or was it something when you dealt with it became more and more pessimistic? Well, I don't know. I don't look at my own tales and think as I write and think, is this pessimistic or an optimistic approach? I'm just always trying to think as I go along. I can't really tell you if this is like a pessimist's or an optimist's view. I don't know. Okay, everyone can decide for themselves, maybe. Fantasy. It's fantasy. So the tempo, the velocity of the book is quite, it has a certain pace, you get drawn into it. Do you like write a lot and then cut off the pages you don't need for that kind of rhythm? Or are you more of the writer that writes a page and it's perfect already and the dramaturgy is already perfect? I sort of had quite a clear plan for this one. So it was actually going from page to page. And of course you edit it and you move things around a little bit, but this is pretty linear, you know. It's the presentation of the guys, presentation of the family, then the dog, then the clay, then the events, you know. So it didn't need a lot of shuffling around, because it's very linear. And you sometimes mention that there is always some sort of vandalism in your work. Vandalism, but more in the sense of a desperate act to defend something. Would you say this book corresponds to that as well, or is that different? Yeah, maybe there's an element. Not really vandalism, but it's always some kind of destructive forces unleashed, you know. And when I work as a visual artist, I can test this stuff like physically. While when I'm writing, I kind of set ideas in motion. And Tormod, he's trying to defend his family basically trying to save his family by going into this action of modeling this claim into life. And he, of course, unleashes some weird forces by doing this. So it's a fairy tale take on maybe stuff I've been dealing with before.
So we're close to the end of this event already, close to this fairy tale. Is there one question you would really like to answer, but no one is ever asking you regarding to this book? Difficult questions. You can also name a very easy one. People should ask about this? Yeah. Or you're missing, or you're thinking, oh God, they didn't understand it again or something. I can't think of anything from the top of my head. Okay. Wait, is there anything you want to ask me that you haven't asked? No, I'm pretty okay. That's why I'm asking you. Is there anything? No, I mean, no, people ask plain straight questions about this book. Why would you say people should read the book? I've heard it's funny. Okay, he has heard that's funny. So thank you very much for your time, Matthias. Thank you very much for your voice and your presence, Aram. Thank you very much for coming here and on this very late evening. You can buy the book. It's very funny. And hope to see you again on this festival or the next one. Thank you very much. Thank you. Thank you.